Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Spirit of the Island. Ich war kurz in der Höhle und ich habe draußen die Felder geerntet. Mal schauen. Ah, es ist herrlich der Tag, 8 Uhr. Und jetzt habe ich mir echt überlegt, was mache ich jetzt halt eigentlich? Weil ich muss irgendwie jemanden finden, der ja hier die Anlegestelle repariert. So, die Kiste, die braucht ja einen Schlüssel. Jetzt habe ich mir dann mal die Rezepte hier angeguckt und es ist tatsächlich hier so ein Basisschlüssel verfügbar. Das heißt, wir bräuchten einen Eisenbarren und eine Packung Nägel, weil Erkundung 1 haben wir ja. Das heißt, wir könnten uns einen Basisschlüssel herstellen, was wir jetzt auch mal machen werden. Ganz einfach. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ob es auch weitergeht. Mach zu. So, nehmen wir mal einen Eisenbarren raus und ich glaube, wir brauchen nochmal einen, jetzt habe ich zwei raus, für eine Packung Nägel oder sowas, schauen wir mal rein. Packung Nägel brauchen wir einen Eisenbarren, okay. Bestätigen, das braucht ja immer ein kleines bisschen, ne? Wir haben ja hier Schrauben einstecken, die wir eigentlich jetzt halt im Moment nicht brauchen. Mich stört es halt nur ein bisschen, dass ich da immer wieder ins Haus rein muss, wenn ich an die Kisten will. Von daher überlege ich mir schon, ob ich mir nicht hier an die Stelle ein paar Kisten stelle, die vielleicht von innen einfach raushol oder einfach neue mache. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. So viel Material können die ja gar nicht kosten, denke ich mal. So, nehmen wir mal die Nägel raus. So, und dann haben wir hier Basisschlüssel. Und damit sollten wir normalerweise diese Kiste hier aufbekommen. Hoffe ich zumindest. Basisschlüssel. So, probieren wir es mal. Ah, Moment. Ich glaube, ich muss das immer ausrüsten. Hier, Basisschlüssel. Den lege ich jetzt einfach mal auf die 8. Acht, jetzt. Okay, einmal anwählen und dann geht es. Und? Eine Reisetasche. 18 verfügbare Plätze und wir haben 500 Münzen gefunden. Lol. Schön. Anlegen. Yes. Oh, ist das schön. Ist das schön, wenn man mehr Platz hat. Okay, dann war meine Vermutung falsch, dass man tatsächlich die größere Tasche vielleicht herstellen kann. Die da können wir ja theoretisch verkaufen. Mal gucken. So, jedenfalls, die haben wir auf der 9. Das heißt, wir haben immer was zu essen. Die hier würde ich auf die 8 gerne legen. So, die hier tue ich mal ganz kurz auf die 7, weil die füllen wir nämlich dann gleich auf. Juppdi-dupdi-du, das ist doch schön. So, damit haben wir die nämlich voll. Wir haben jetzt noch ein paar Sachen einstecken, die ich gerne loshaben möchte. Wir können auch nochmal auf die Werkbank. Kann ich das Ding dann eigentlich weghauen? Oder kann ich die dann auch nutzen? Toll. Die kann ich ja theoretisch dann auch nutzen, ne? Unter anderem vielleicht, um Sachen einfach rüberzulegen. Dass man sagt, okay, jetzt, das habe ich jetzt halt gerade einstecken. Nee, das einstecken lassen. Und dann tun wir die Sachen einfach halt einmal da rein. Und gut ist. Ja, das geht wieder nicht, ne? Warum hast du eigentlich da Erde drin? Da wäre es doch sinnvoller, wir tun die Eisenbarren rüber und die Kupferbarren. Dass wir wirklich das ganze Zeug da drin haben. Und die Erde haue ich jetzt dann einfach mal damit rein. Yep. Und da wir ausgeruht sind und eine schöne, frische, scharfe Spitzhacke haben, gehen wir jetzt einmal in die Höhle, weil ich nämlich festgestellt habe, dass es da etwas weiter geht.
Ich habe gesehen, dass ich im Stream, weil ich ja gerade da am Schneiden bin von den Teilen, im Stream habe ich da vorne so ein paar Dinger weggehauen. Hier habe ich ein paar Dinger weggehauen, aber ich habe nicht probiert, an die Teile hier zu klopfen. Und die gehen nämlich auch kaputt. Und die bringen mir alle Kupfer. Also alle mit dieser Farbe bringen mir tatsächlich Kupfer. Schön, ne? So. Was das Ding bringt, das ist wahrscheinlich immer random. Also ich vermute Eisen. Verbessert Abbau. Okay, wir haben jetzt den Abbau verbessert. Und der Abbau, das ist, glaube ich, hier. Wir sind jetzt ja quasi beim dritten Stern. Alle Abbauaktionen erfordern jetzt 25% weniger Ausdauer. Die Chance, Silber- und Golderz zu finden, erhöht sich um 10%. Sie wird sich mit den nächsten Leveln stapeln. Die Chance, farbige Erze zu finden, erhöht sich auch um 10%. Sie wird sich mit den nächsten Leveln stapeln. So, also man sieht schon, ne, auch Kochen, Angeln und so weiter, das erhöht sich alles von den Fähigkeiten her. Von daher lohnt sich das wirklich, jedes Steinchen abzubauen. Und schon haben wir nämlich die Höhle nach hinten auch weiter frei, ne? So, hier ist mir schon ein Gegner, aber ich bin natürlich ein Stück weiter gegangen, ne? Ich hab da bin ich immer zu neugierig und mir dachte, naja, was soll schon großartig kommen? Hatte dann einen Gegner, so eine Fledermaus, das war aber ratzifatzi weg. So, ich verbrauche halt nur sehr viel Ausdauer, also ich weiß ja nicht, was noch alles kommen wird. So, dann waren hier Steine, da habe ich mich dann durchgeklopft einfach. Den da habe ich nicht weggemacht, aber das kann ich jetzt ja noch schnell machen. Den Pilz habe ich dann nicht eingesammelt, weil ich die Taschen nämlich schon fast voll hatte. Ich musste nämlich unbedingt diese Gräser abbauen und hatte dann die Tasche wieder voll mit Gräsern und Samen. Blauerz. Nice, nice. Jetzt kann ich es mir allerdings erlauben. Ja, damit. Die will ich aber nicht auf der 7 haben. Warte mal, was habe ich alles hier? 1. Ja, genau. 1, 2. Nee, 4. Gießkanne da, die Schaufel dort. Okay, ich habe schon alle Werkzeuge ausgerüstet. Na gut. Ich werde die jetzt schon nicht aus Versehen nutzen. Gräser bitte nicht, aber die Pilze, die sammle ich auf. Weil jetzt habe ich sie ja eh schon. Ich denke auch, dass das Zeug nachwächst, ne? Und das hier schaut mir aus wie eine Mauer hier und nicht wie Fels. Also die wachsen auf jeden Fall nach. Man sieht sie ja hier so, die kleinen Sprösslinge, ne? So, und dann bin ich hier lang und plötzlich. Padau. Und dann habe ich sofort wieder umgedreht. Das wollte ich nicht mit alleine machen, da wollte ich euch dabei haben. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben hier niemanden zum Sprechen, ein dunkles Phantom. Ui, der haut mir richtig Leben runter. Oh. Ui, ui, ui. Bobasek, jawohl. Könnte sein, dass ich ein bisschen Gold verloren habe. Ja, wäre möglich, ne? Aber ich glaube, ich hatte 1500. Und jetzt habe ich nur noch 1400. Ui. Und fast kein Leben mehr. Ich würde sagen, wir legen uns mal hin. Oder regeneriere ich nicht auch von alleine so im Laufe der Zeit? Bleiben jetzt einfach mal draußen. Mit 25 Lebenspunkten kann man ja auch schon was anfangen. Dann würde ich sagen, wir gucken mal. Wir haben jetzt die Machete gehabt. Das ist jetzt ja nicht unbedingt die beste Waffe. Es gibt aber doch noch diesen Waffentisch, den wir da hergestellt haben. Und da könnte man ja auch mal erforderliche Fähigkeit Kampf von 1. Okay. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir gehen am Strand auf Krabbenjagd. Jetzt gucke ich mal, ob mir das... Ich bin nicht hungrig. Dann legen wir uns mal hin. 6 Stunden. Ja.
ist noch nicht wirklich hilfreich. Können wir vielleicht nochmal 8 Stunden? Machen wir heute mal einen auf Langschläfer. Ja, Hauptsache das Leben ist wieder ein bisschen weiter oben. Das ist doch die Hauptsache. Jawohl. Bin in der Früh. Jawohl, Erze. So, das tun wir einfach mal rüber hier. Das andere ist mir jetzt egal. Die, naja doch, die Pilze würde ich jetzt da auch noch mit rüberhauen. Das da noch und dann passt es doch. Ah, jetzt. Ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt ewig die Pilze da unten drin haben. Wir laufen jetzt mal runter. On the beach. Weil mit unserem Schwertchen können wir ja zumindest die Krabben hier wegmachen. Hängt da ein Bienennest? Da hängt ein Bienennest. Oh, und die stechen mich anscheinend. Was ist das da eigentlich für ein Gebäude? Ja, das haben die aber neu her. Das kenne ich nämlich nicht. Kann das jetzt mal aufhören? Donnerschwert. Machete. Ach, die kann ich dann da drauf tun, wenn ich sie nicht mehr brauche. Smaragd, Rubin, Armbinder, Feuerdingsbums. Ja, die ganzen Rüstungen und so weiter. Heißt das, ich kann hier zum Beispiel auch den Rucksack hinmachen. Kannst du jetzt mal aufhören? Ich glaube, die haben da ein bisschen was gebaut. Also nachgemacht oder ergänzt oder wie auch immer. Finde ich nice. Aber auf die Schnelle habe ich jetzt nicht gesehen, dass ich den Rucksack vielleicht da irgendwo hinbringen könnte. Also nicht mehr in die Nähe von Bienen, bitte. Nach Möglichkeit. Weil die haben wir nämlich jetzt schon wieder um die 80 Leben abgezogen. Das ist nicht schön. Ja, und das bringt mir zwar was, aber nur wenn ich hungrig bin, ne? Ja, und das Wasser bringt mir nichts. Okay. Da haben wir einen. So, und dich da auch noch. Wunderbar. Da müsste ich doch dann langsam auch mein Level abbekommen. Hoffe ich. Wir gehen jetzt mal da unten am Strand. Ich glaube, da finden wir eher irgendwelche Gegner. Wie schaut's denn da überhaupt aus? Von der Skillung her beim Kampf. Ah, 40. 40 von 100. Deswegen hatte ich da auch jetzt halt nicht wirklich einen Auftrag gegen diesen Poltergeist. Gegen dieses Phantom. Eine Fähigkeit wurde verbessert, Kampf. So, haben wir das jetzt so schnell gemacht? Cool. Das nächste Level up gibt es in 200. Nein. Ich brauche Schlüssel. Ich muss mir Schlüssel mitnehmen. Hätte ich vielleicht gleich machen sollen, ne? Dass ich gleich vielleicht 2, 3 Schlüssel mache. Dass wir die mitnehmen können. Und ich vermute mal, dass die Kiste, die in der Höhle war,
bei dem Phantom, dass ich die halt wiederum mit einem, keine Ahnung, goldenen Schlüssel oder sowas aufmachen muss. XP gibt es. Nur wundert es mich aber, dass ich... Wo haust denn du hin? Ja, tatsächlich. Es gibt nur 5 XP. Aber ich hatte doch nur 50. Dann hätte ich ja jetzt dann nur 60 gehabt. Ja, wir können auch hier immer wieder mal Kokosnüsse, weil das bringt ja wieder aufs Essen sammeln, ne? Da haben wir ja auch hier Nahrungssuche. Ist halt immer ein XP, aber irgendwann... Halt jetzt immer wieder mal, ne? Ist ja nicht jede Palme, die ich sehe... Aber wenn ich jetzt gerade mal dran denke, dann kann ich das ja mal schön machen. So. Vielleicht bringen Äpfel auch mehr. Ui. Gelbe Blumen. Ich kann Blumen auch pflücken. Oh, die werde ich bestimmt für irgendwas Bestimmtes brauchen. Ich bin ja immer gespannt, weil man kann ja irgendwie einen Laden oder sowas eröffnen. Und man kann Arbeiter haben und... Es zählt als Nahrungssuche. Okay. Das ist schön, wenn die Tasche nicht gleich voll ist, ne? Das ist schon so eine Riesenerleichterung. So, wir sind wieder bei Bobbers Egg. Jetzt gehen wir mal dahin. Kann ich da eigentlich auch etwas abbauen? Tatsächlich? Ist das dann normal Stein? Oder kriege ich da auch Erze raus? Stein und Eisenerz. Na, Eisenerz brauchen wir ja. Mich würde jetzt bloß interessieren, ob die Steine auch nachwachsen. Ja, ich baue jetzt nicht alles ab, ne? Das ist klar. Da haben wir schon wieder die Höhle. Da stehen auch noch ein paar Felsen rum. Okay, das heißt, wir sind jetzt sogar... Ups. Ach, da komme ich nicht durch. Okay. Nee, ich wollte jetzt nicht das da. Ich wollte eigentlich den Zaun mal weghauen. Kann ich den nicht weghauen? Hallo, das ist doch mein Land. Schade. Ja, das muss ich natürlich holen, ne? Das kann ich jetzt nicht da liegen lassen. So, und das kann ich echt nicht? Komisch. Na, ist okay. Dann ist das halt so, ne? Gucken wir mal. Jetzt können wir doch im Grunde, wir können machen ein Langschwert, ein Kurzschwert und ein Silberschwert. Oh, die können wir auch machen. Ein Feuerschwert. Kämpfe mit diesem glühenden Schwert im Feuerglanz des Ruhms. Ist aber auch komisch, dass ich jetzt eine Rüstung, so eine einfache Lederrüstung, noch nicht machen kann, ne? Eine Reiseshorts kann ich mir machen. Das finde ich jetzt aber dann ganz komisch, ne? Wenn ich hier mittendrin irgendwo Rezepte habe. Die ich dann vielleicht machen kann. Sowas wie die Reiseshorts. Was habe ich denn eigentlich dann an? Na, Reiseshorts habe ich ja. Okay, aber ich würde sagen, wir machen uns ein Feuerschwert. Da brauche ich grünes Trollleder dafür. Okay, die Wahrscheinlichkeit, jetzt einen Troll zu finden, ist wahrscheinlich auch sehr schwer. Dunkles Trollleder, feines Trollleder... Hier brauche ich einfaches Leder, aber Leder wüsste ich nicht, wo ich her habe. Das heißt, wir können eh nur
schafft dir damit in der Nähe befindliche Hindernisse vom Hals. Mit mehr Reichweite als das Kurzschwert verlieren Hindernisse ihren Schrecken. 6 Eisenbarren, 2 Holzplatten und 2 Packungen Nägel. So. Eisenbarren und 2x Nägel. Und die habe ich ja da rein. Die nehme ich mir jetzt aber auch komplett raus. Was haben wir da? Heilblatt. Mächtiges Blatt, das zur Herstellung von Tränken und Rezepten verwendet werden kann. Da muss ich auch unbedingt schauen, ne? So, Blumen tue ich jetzt mal da rein. Das andere Zeug habe ich innen in der Kiste. Da kann ich auch im Übrigen das da nochmal mit rausnehmen. Das da. Die nehme ich dann auch nochmal mit raus. Wobei ich die Pflanzenfasern immer wieder auch zum Bauen brauche. Die lasse ich jetzt halt mal hier mit drin. So, da haben wir nämlich dann die Samen drin. Deswegen mag ich das eben nicht, wenn ich die Dinger draußen stehen habe. Packung Nägel, da brauchen wir 2 waren es, ne? 2 Nägel, 2 Bretter und Eisenbarren. Warte mal. Lasst uns doch mal hier nochmal ran. So, wir können uns das Langschwert machen. Das Kurzschwert wäre jetzt halt eigentlich dann für die Ausstellung okay, aber wir machen jetzt das Langschwert. Aha. Warte mal, wir holen da mal noch die Nägel. Die Nägel wolltest du holen? Ach Gott, nein. Ich wollte nur 2 Stück jetzt halt mal rein. Oder besser gesagt halt die. So. Wir haben ein Langschwert. Oh, jetzt habe ich natürlich keine Eisenbarren mehr. Oh Gott. Ist das wieder ein Hin und Her, ne? Warte mal, Eisenbarren. Dann würde ich aber sagen, dass wir Eisenerz schmelzen. Tun wir mal alles rüber. Tun dann Eisenerz 1 rüber, dass wir hier auf jeden Fall einen Platz behalten. Wir nehmen uns raus das Feuerholz. Und dann gehen wir mal hier ran. Jetzt brauche ich erst einmal nur einen Eisenbarren. Das geht ja dann schnell. Oder brauchte ich einen oder brauchte ich mehr? Ah, ich brauche... Ach so, ich dachte, ich hätte noch welche einstecken. Also noch 2. Eisenbarren. 2-mal bitte. Lass mal die nämlich einmal ganz kurz durchlaufen und dann macht man nämlich noch das Kurzschwert und wir könnten dann in diesem Museum da unten das mal ausprobieren. So, dann machen wir jetzt halt einfach mal 20 Stück. Das müsste ja gehen, oder? Ja. So, lass mal einfach nur irgendwas aufheben. So, einmal Kurzschwert bitte. Währenddessen räume ich mein Zeug wieder auf. Einmal das rüber. Und dann tun wir die Sachen rüber. Wir verräumen das Zeug nach... Ach, das ist schon fertig. Wunderbar. Wir verräumen das Zeug in die Kisten. Ach, da habe ich auch schon Heilblatt, ne? Okay, das passt ja dann. Hier habe ich dieses Fett drin. Da haben wir ja auch die gehen halt kaputt, ne? Im Laufe der Zeit. Das ist halt das
Dumme, aber okay, wir brauchen ja Dünger auch. Den Salat möchte ich gerne noch einstecken lassen. Die kann man wahrscheinlich verkochen, aber ich habe keine Ahnung wo. Die waren aber auch noch hier irgendwo in der Kiste. Ja. Ich nehme jetzt mal die Nägel hier und die Schrauben hier raus. Hol dir mehr und bastel daraus eine Schatzkarte. Ich meine, jetzt haben wir 10 Stück, ne? Wie viel mehr soll man denn da machen? Und vor allem wo? An der Werkbank? Da sehe ich, oh, wir müssen ja die Basisschlüssel noch herstellen, ne? Da könnten wir uns doch einmal welche machen. Seid ihr schon fertig? Oh, cool. Und 20 Stück. Fähigkeit wurde verbessert im Handwerk. Ja, supi dupi. Hier. Aktiviert silbernes Werkzeug und die Wasserpumpe. Stimmt, wir haben ja das Zeug auch noch alles. Oh meine Güte. Ach du meine Güte. Eisenzäune können wir bauen und Eisenstuhl. Straßenlampen, Holztisch. Was haben wir da noch? Bürotisch, kleiner Laden. Kostet 2000 Münzen. Du kannst hier Gegenstände für den Verkauf hinzufügen und einen Mitarbeiter zuweisen, wenn einer verfügbar ist. In Läden können Gegenstände an Touristen verkauft werden. Okay, die müssen ja erst einmal da sein, ne? Da brauchen wir allerdings Handwerk 4. Also das wird noch ein bisschen dauern. Der Bürotisch. Kreiere an diesem Tisch Arbeitsverträge, um Mitarbeiter einzustellen. Sobald du einen Vertrag hergestellt hast, rüste ihn auf deinen Schnellplatz aus und interagiere dann mit einem Touristen. Ja, holla, die Waldfee. Mitarbeiterhaus, Mitarbeiterturm, schickes Mitarbeiterhaus. Die Garage, das da würde mich halt interessieren, ne? Also ich müsste quasi die kleine Garage bauen. Das wäre ein gutes Ziel auf jeden Fall. Dass wir dann zum Beispiel ein Fahrrad herstellen können. Weil Quad, da brauchen wir einfach, oder Moped, da brauchen wir einfach sehr viele Münzen erstmal. Und das Fahrrad würde gehen. Wir könnten quasi die kleine Garage und das Fahrrad dann herstellen. Was haben wir hier? Hier haben wir noch die Truhen. Da können wir sogar schon Eisentruhe herstellen. Kühlschrank. Oh, aber da brauchen wir Elektronik. Und das können wir wahrscheinlich wiederum an der Stromdingsbums. Wie kriege ich denn Elektronik gelevelt? Kampf, also die zwei haben wir ja. So, der Brennofen, den haben wir auch. Das nächste, was wir bräuchten, das wäre im Grunde dann auch der einfache Herd. Oder der verbesserte Herd. Je nachdem. Jetzt bin ich schon wieder total raus, ne? Schlüssel wollte ich machen. Weil wir haben ja da oben eine Truhe. Und zwar, also dass man halt so viele herstellen kann auch, ne? Ich würde jetzt mal 3 Stück machen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Die werden ja wahrscheinlich dann auch stacken. Ich glaube jetzt nicht, dass die einzeln irgendwie rauskommen. Also ich denke, dass man die auch stacken kann. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit einen großen Schlüsselbund mit mir rumschleppen. Jo, das passt. Das passt. Dann kann ich dich nämlich auf die 7 legen. Wunderbar. So. Die Gießkanne, kann ich die reparieren? Was brauche ich da zum Reparieren? Steht es da irgendwo? Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht, ne? So, wir haben hier... Oh, Schaden 100.
warum sollte man überhaupt dann das Kurzschwert machen wollen? Ich habe es jetzt nur hergestellt für das Museum, ne? Das da kommt auf jeden Fall auf die 1. Das da kommt auf die 1, habe ich gesagt. Du bleibst bitte auf der 6. Also schon 100 Schaden ist schon nicht schlecht. Das da hat ja nur 25 Schaden und der Sprung ist dann gerade mal 15 Pünktchen, ne? Nice, okay. Dann wissen wir da jetzt auch Bescheid. Wir sind halt echt jetzt schon wieder bei einer halben Stunde, ne? Das ist schon... Es ist irgendwie abartig. So, in die Truhe kommen jetzt dann die Nägel rein, die Schrauben rein. Ich tue jetzt dann eben auch mal da diese Schatzkartenfragmente rein, weil ich nicht weiß, wie ich die... Oder warte mal, lass die nochmal einstecken. Wir schauen nochmal an der Werkbank. Na? Da ist nichts. Das muss an irgendeiner... Ach doch! Schatzkarte. Ah, ich brauche da zweimal Harz dafür. Hatte ich nicht Harz irgendwo? Lalalala. Komm, das machen wir noch zum Schluss jetzt. Da. Zweimal Harz. Dankeschön. Und wo ist sie? Ach, da muss ich Erkundung 3 haben. Oh, sagt mir das doch einer. Okay, dann tun wir die nochmal da rein. Die tun wir mit dazu. Dann passt es schon. Die Flasche, die muss ich auffüllen. Das mache ich aber erst, wenn ich die anderen leer habe. Gut. Ich würde sagen, wir bringen zum nächsten Mal. Es ist halt schon wieder... Warte. Das mag ich gar nicht jetzt. Wir essen mal was. Wir essen zweimal was. Wir trinken einen Happen. Jawohl. Dann gehen wir schlafen. Sechs Stunden reichen doch. Dann schlafen wir mal 6 Stunden in der Hoffnung, dass dann auch das Wetter trotzdem besser wird. Jawohl, 7 Uhr. Und dann würde ich sagen, machen wir... Ah, schön. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann bringen wir die Sachen ins Museum und dann gehen wir weiter auf Jagd und schauen, ob wir die eine Kiste nochmal finden zum Aufmachen. Super. Ich freue mich drauf. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.